Herzlichen Glückwunsch. Ich denke an so die ein oder andere Runde, Herr Dr. Brechler, Herr Mütter, wie wir zusammensaßen, sagten, was muss ein wirklich gutes P-Seminar ausmachen? Und ich bin ganz begeistert hier nach diesem Film. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Es ist ja nicht verwunderlich, dass diese Schule mal wieder einen Preis bekommt. Sie haben das ja in gewissen Abfolgen, Schulinnovationspreis und Center of Excellence für die Naturwissenschaften. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sich beim P-Seminar auch wieder ein Thema aus dem Bereich der Naturwissenschaften annimmt. Ja, ich glaube, es ist Ihnen wirklich auf eine ganz wunderbare Art und Weise gelungen, wie man Kunst und Technik in Verbindung bringt, wie man Renaissance auf die Moderne treffen lässt und das eben in einer interaktiven Wanderausstellung. Herr von Kunern sagt immer so schön, nur im Konkreten zeigt es sich, ob etwas wirklich funktioniert. Und das werden Sie sicher auch erlebt haben, weil theoretisch über gewisse Dinge zu sprechen, das ist das eine, aber nachzuweisen, dass es dann in solchen Versuchen auch funktioniert und in solchen Modellen, und man muss ja wahrscheinlich auch antizipieren, wie gehen denn Museumsbesucher dort damit um, und die müssen ja auch entsprechend stabil gebaut werden. Und dass sie eben das nicht nur an einem Ort verankert haben, sondern es bewusst so angelegt haben, dass es wandern kann, das spricht mir jetzt als Stimme. Weiter wachsen kann, und da haben Sie ja auch eine wichtige Grundlage dazu gelegt. Ich glaube, was an diesem MMP-Seminar auch besonders deutlich geworden ist, dass aus Schülern sind Macher geworden. Und ich glaube, das ist ja etwas ganz Wichtiges, dass man eben nicht nur sich im theoretischen Raum bewegt, sondern eben auch zeigt und auch versteht, wozu brauche ich das ein oder andere Theoretische, wie hilft es mir, Dinge zu erklären, zu bauen und dann entsprechend umzusetzen. Und das sind ja genau Dinge, die ja sowohl Staatssekretär Sieber als auch Herr Dr. Prechtl ja in ihren Grußworten ja adressiert haben. Die sind eben ganz, ganz wichtig. Und wenn ich nur daran denke, wenn sich junge Menschen bei uns in der Stiftung bewerben, dann ist das die Schule, die Noten das eine, aber man will ein Gefühl dafür bekommen, kann der was, kann der so eine Aufgabe annehmen und kann er sie entsprechend umsetzen. In diesem Sinne, glaube ich, haben Sie sich jetzt mal etwas pathetisch ausgedrückt, wirklich als Gesellschaftsingenieure bewiesen, weil Sie haben konkret etwas gebaut, es ist ein konkretes Produkt fertig geworden und es dient der Gesellschaft, dass Sie dort entsprechend Wissen vermitteln können. In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch und eine wirklich tolle Leistung. Was hat euch am meisten an dem Projekt gereizt? Ich fand es am interessantesten eigentlich, wie Sie gesagt haben, was ich gesagt habe, und wie der Pausenberger gesagt hat, dass man zum ersten Mal wirklich gesehen hat, dass etwas, was man baut, auch so entsteht. Also dass man etwas baut, was man dann auch in die Hand nehmen kann. Und dass man eine ganz materielle Rückmeldung auf das hat, was man eigentlich gebaut hat. Also dass man wirklich etwas zum Entstehen bringt und man es immer wieder dabei sieht und dann am Ende eben dann das fertige Ergebnis in den Händen hält. Jetzt vielleicht noch eine Frage an den Partner, weil ich glaube, ohne den würde das nicht funktionieren, weil Sie haben da ja sicher sehr viel Zeit, Kraft, Energie investiert, aber irgendwas bekommen Sie auch zurück. Für den Turm des Sinnes ist es ja eine ureigenste Aufgabe, sich jetzt an Leute zu wenden, die dafür für Wissenschaft zu begeistern. Der Turm des Sinnes selber hat ja zum Schluss zwar Wahrnehmungsphänomene, aber jetzt hier Fokus auf die Physik gelegt. Und da muss man schon sagen, dass es natürlich hilfreich ist, wenn man sich jetzt schon an Schüler wendet, dass man auch Schüler mal bittet, jetzt für die eigene Zielgruppe sowas zu entwickeln und dann mit den ganzen Schwierigkeiten konfrontiert wird, die man halt hat, wenn man Hands-on-Exponate konzipiert. Und das hat sich jetzt schon gezeigt, dass das ein schönes Ergebnis gibt. Wunderbar. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Klingt mal einmal.